بالأدب تنال أعلى الرتب تعش حياة العلماء واقرأ صنوف الكتب. Im Namen Allahs, Salam, Barmherzigen, alles Lob gebührt Allah, dem Herrn der Welten und Frieden und Segen auf dem Gesandten Allah, sallallahu alaihi wasallam. Liebe Geschwister im Islam, Hadith der Woche, kurz vor Wochenende oder am Wochenende. Trotzdem werden wir unsere Serie weiter fortführen und den nächsten Hadith vorlesen zu Projekt Hadith der Woche. Abu Huraira radiallahu anhu sagte: Ein Mann sagte zum Gesandten Allah, sallallahu alaihi wasallam, rate mir. Er, alayhi salatu wasalam, sagte, zürne nicht. Der Mann wiederholte seine Bitte mehrmals und er sagte nur, zürne nicht. Rawahu Bukhari. Der Hadith ist berichtet oder festgehalten bei Al-Bukhari. Ein kurzer Hadith, aber eine Herausforderung für den Menschen, da der Zorn eine Eigenschaft des Menschen ist, also gehört zur Natur der Menschen. Man kann ihn nicht komplett, man kann das nicht komplett abstellen, aber darum sollten wir versuchen, unseren Zorn zurückzuhalten und nicht zu zornen und den Zorn nicht im Ausbruch kommen zu lassen. Ja? Deswegen, liebe Geschwister, das ist der Hadith, der Gesandte aus Salem ratet den Mann und uns somit auch, zürne nicht, und so müssen wir versuchen, unser Zorn immer zurückzuhalten. Barakallahu fikum, ich hoffe, der Hadith ist ein Nutzen für jeden Einzelnen, der das mitbekommt. Und bis zum nächsten Woche mit dem nächsten Hadith. Ich denke mir vorher als das Wochenende, aber manchmal lässt es die Zeit nicht zu. Und wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.